wieder auf der Baustelle. Und ja, heute geht's so weiter. Ich werde jetzt gleich streichen. Nein. Hier. Du schreist. Du grundierst. Ich grundiere. Bevor jemand heißt, irgendwie hässlich streicht mir, das ist grundieren. Das ist nur Vorhaben. Also, es ist Tiefengrund mit weißer Farbe. Das macht man bei Rehgips immer so wegen dem Staub vom Schleifen. So. Also. Das mache ich jetzt. Felix. Hi. Der schleift jetzt hier unser Ankleidezimmer. Er hat hier nämlich alles fertig geschliffen, das zweite Mal. Ihr habt ja gesehen, glaube ich, wie ich das zweite Mal gespachtelt habe. Er hat das zweite Mal geschliffen, das habt ihr auch am Anfang des Videos schon gesehen. Und ja, jetzt macht er noch das Ankleidezimmer fertig. Und ich bin gerade am Abkleben. Ihr seht, ich habe hier die ganzen Balken schon, also den einen Balken habt ihr abgeklebt. Jetzt mache ich hier noch die Ecke gerade, damit ich hier gleich grundieren kann, genau, und in diesen Balken muss ich jetzt auch noch mal machen, da habe ich da die Ecke schon so ein bisschen, aber der muss eben genauso aussehen wie der da. Genau, das machen wir. Hier steht die Grundierung, wie gesagt, einfach weiße Farbe mit Tiefengrund und weiße Farbe deswegen, damit man sieht, wo Tiefengrund schon drauf ist, weil Tiefengrund ist durchsichtig. So, ich glaube, jetzt habe ich es richtig erklärt. So, also ich mache jetzt diesen Balken weit abkleben. Felix wird jetzt anfangen zu schleifen. Und dann werde ich hier anfangen, diese Wand zu malen. Hier müssen wir auch nur Tiefengrund malen, weil hier kommt der Blau. Ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, wo wir den Laminat und die Farbe gekauft haben. Ja, je nachdem, wenn wir nochmal richtig schwarz ist, vielleicht noch mit weiß oder. Dann ja, aber sonst reicht hier Blau. Also danach wird hier Blau gestrichen. Aber auch nur so ein kleiner Rahmen. Da, wo halt das Bett so steht, da wollten wir halt dieses Gletscherblau, glaube ich, ist das. So ein Blaugrau. Was hältst du eigentlich von so einer Art Mint im Badezimmer? Sehr schön. Finde ich geil. Ja, das könnte passen. So. Aha. Genau, diesen Balken habe ich. Felix würde jetzt anfangen. Er wartet schon die ganze Zeit, weil ich kann ja nicht vloggen, wenn die Maschine an ist. Deswegen starten wir jetzt. Der Beutel ist auf, oder? Nee, der Reißverschluss ist kaputt, oder was? Ja. Du machst alles kaputt, ne? Nee, das war schon. Ja. Das ist so dunkel innen drin. Aber keine zweite Lampe. Die zweite kaputt? Nur die große, die andere ist kaputt, ja. Oh. Ich habe abgeklebt und auch schon angefangen hier zu grundieren. Ihr seht das, glaube ich, ganz gut, wie das oder was schon grundiert ist. Ich will immer gestrichen sagen. Ich bin jetzt hier gerade noch mit der kleinen Rolle dabei, weil ich erstmal so die Ränder machen will und erstmal ausprobiert habe. Hier so ganz am Rand mache ich nachher mit dem Pinsel, dass mir das an den Balken echt immer noch zu gefährlich ist, obwohl ich das abgeklebt habe. Hier oben habe ich jetzt auch komplett abgeklebt, wie ihr seht. Und ja, so sieht das hier aus. Ich werde jetzt gleich mit der großen Rolle hier erstmal, ne? Aber erstmal jetzt hier den Rand sozusagen, damit ich dann einmal mit der großen Rolle einmal rüber kann. Aber ich finde, das sieht schon richtig cool aus. Klar, man sieht noch keinen großen Unterschied, aber ja, das ist schon mal so unser Schlafzimmer. So, und Felix hat hier fertig geschliffen, wie ihr seht. Hat er fertig.
Das heißt, hier können wir im Endeffekt auch schon grundieren. Und hier sieht es auch gar nicht so schlecht aus vom Gespachtelten. Hier war ich jetzt schon so ein bisschen gelernt. Ne? Also hier so, das war so der letzte Raum, den ich gespachtelt habe. Und hier sieht man schon, dass ich einiges gelernt habe. Das sieht hier schon richtig gut aus, finde ich. Ja, genau. Aber hier können wir auch schon grundieren. Also eigentlich kann ich heute alles grundieren, außer dass ich hier halt noch die ganzen Balken natürlich dann noch... Oh Gott, so. Die ganzen Balken natürlich noch abkleben muss. Hier sieht es auch so ein bisschen aus, als würden wir gleich irgendwas vorhaben. So Meth kochen oder so, habe ich schon zufällig gesagt. Weil das alles eben so abgeklebt ist. Aber ist natürlich wichtig, nicht, dass wir hier überall so Sprenkler haben. Weil das ist schon ziemlich flüssig. Ne? Also ihr seht, das ist schon ziemlich flüssig, wenn man hier so rüber geht. Hi! Hi! Was tust du? Ah, den hattest du doch vorhin da hinten. So, dann kann ich euch ja kurz einmal zeigen, was Felix hier macht. Ich würde das Radio einmal ein bisschen leiser machen. Nicht lauter, so leiser. Nicht, dass hier gleich Ärger von YouTube gibt. So, hier ist nämlich das Kinderzimmer. Das habt ihr schon vor langem gar nicht mehr gesehen. Hier haben wir eine Fensterbank. So, die habt ihr auch noch gar nicht gesehen. Die haben Papa jetzt selber gebaut aus einer USB-Platte. Ja, ich zeig Ihnen das jetzt. Also hier haben wir eine Fensterbank selbst gebaut aus USB-Platte. Die wird nachher noch richtig schön gestrichen und so. Das sieht nachher richtig, richtig gut aus, Leute. Die hat mein Papa selber gebaut und jetzt hier reingesetzt. Seht ihr ja. Und genau, weil es einfach für dieses Fenster keine passende gab, beziehungsweise Papa gesagt, dass sie mal zu teuer baut, die selber. Und ja, jetzt bin ich richtig zufrieden. Wir haben die sogar extra so stark fixiert, dass hier sich hier auch ein Kind ranhängen kann, weil Felix ja meinte, vielleicht hängt sich die Kleine hier mal ran als Kind. Kann ja auch passieren, wenn sie sich hier so daran abstützt. Hier haben wir natürlich das coole Fenster. Das kennt ihr ja schon. Das geht auch auf und alles. Und genau, hier haben wir schon am Rand Rehgips, wie ihr seht. Hier hat mein Papa das auch schon alles verkleidet. Und ja, hier oben auch schon alles, oh Gott, alles abgedichtet. So, und hier haben wir auch schon so die Wand so teilgedämmt mit den restlichen Rehgipsplatten, die wir haben. Das sind nämlich hier die letzten drei Stückchen, die wir haben. Wir holen morgen neues Material, weil sonst wäre das ja auch schon alles fertig. Aber wir haben leider keinen Rehgips mehr und dementsprechend ist hier leider derzeit Baustopp, was ja, die Wand angeht. Mein Vater hat das jetzt hier noch alles gemacht, gedämmt. Strom haben wir hier. Wir haben hier zwei Schalter. Hier ist einmal der große, wird ganz normal Licht da rum. Dann haben wir hier unten kommen zwei Schalter und zwar kommen nämlich hier einmal ein Strahler rein, der so die hintere Ecke hier beleuchtet, sonst wäre das zu dunkel. Und das gleiche auch nochmal hier oben. Und deswegen haben wir hier einen Schalter mit zwei Schaltern einfach. Und da unten kommt einfach eine ganz normale Steckdose hin. Hier am Wickeltisch wollte ich gerne Steckdosen haben. Natürlich einfach für den Heizstrahler und so. Und am Wickeltisch ist es ja bestimmt ja, einfach notwendig. Dann haben wir da hinten noch eine. Und das war mir auch sehr wichtig, weil wir hier hinten ja... Also da hinten in die Ecke passt genau ein Expedit. Diese kleinen Kallax-Regale von Ikea. Die passen genau in diese Schräge rein. Und das wollten wir dann da hinstellen und dann kommt hier hinten in der Ecke so eine kleine Kuschelecke. Also richtig viele Decken, ganz viele Kissen und so. Ja, und wenn sie denn größer ist, kann man hier noch eine Lampe hinstellen und dann kann man hier ihr was vorlesen oder, ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall so eine kleine Kuschelecke wollten wir hinten machen und deswegen ist da so eine Lampe auch gar nicht so schlecht. Und ja, Felix macht jetzt hier die Wand weiter. Die wurde ja hier, also hier unten seht ihr, wo die Wand so verlaufen soll. Und das macht Felix jetzt hier weiter. Hier haben wir auch noch die Wand. Hier kommt auch noch eine Steckdose rein. Hier unten, weil wir... Nee, hier kommt jetzt eine Steckdose rein, genau. Hier an diese Wand, die hier dann steht. Weil wir hier auch noch so eine Lampe hinhängen wollen. Ja, so sieht es jetzt hier aus. Hier haben die Männer ja noch das USB rangemacht komplett. Und jetzt fehlt hier eigentlich echt nur noch der Rehgips und diese eine Wand jetzt hier noch, die... Macht Felix ja heute. Oder schaffst du es heute fertig? Wir sehen, das ist viel Arbeit, weil ich die ja nach unten ziehe. Ja, ich weiß, das ist... Ich weiß nicht, ob du das denen schon gezeigt hast. Ja, das musst du denen ja erklären. Ich weiß das nicht, aber ich zeige euch das mal. Felix hat nämlich hier unten... Hier ist ja das Loch für das Fenster. Wir haben ja hier noch ein Fenster.
Und genau, das seht ihr hier. Und das Fenster ist im Endeffekt dafür da, um hier unten, wo ja irgendwann mal unser Flur wird, Licht zu machen. Dass wir hier unten einfach eine Lichtquelle haben, eine weitere. Und deswegen haben wir hier ein Loch, aber weil der Balken da schon endet, musste Felix hier das kleine Stück noch ausfüllen sozusagen. Was hier, wo hier die USB-Platte sozusagen rüber steht. Das seht ihr hier unten, wo Felix die blaue Folie hat. Dass er hier einfach... Das wird eine Flucht im Prinzip, weil ja. Das wird ja ein Lichtkasten sozusagen. Das Fenster ist ja nicht für den Raum hier oben, sondern nur für den nach unten gedacht. Na und für den hier, weil wir hier ein Fenster reinmachen. Ja, ursprünglich war es nur für das gedacht. Deswegen ist hier auch das Loch. Und im Prinzip kommt hier jetzt an der Dachlatte im Prinzip die Schalung runter, wo dann auch Regips nachher drauf kommt, um halt im Prinzip das Licht nach unten zu leiten. Und ja, wir haben halt hier eine gerade Wand und nicht alles so abgehackt sozusagen, sondern mein Vater möchte hier eine gerade Wand runter haben und dementsprechend müssen wir halt das Loch da ausfüllen. Ist ja so, Schatz. Dass wir einfach dieses Loch, wo der Balken da ist, ausfüllen müssen. Deswegen hat Felix hier auch schon gedämmt, also das kleine Stück noch und so. Und jetzt macht er hier eben die Wand runter, die eben den ganzen Bereich hier ausfüllen muss. Und hier ist ja unser Gästezimmer, beziehungsweise Gästezimmer für Werkzeug derzeit. Ja, aber ich werde jetzt mal wieder rübergehen. Oh Gott. Und werde weiter grundieren. Weil das ja, muss ja auch gemacht werden. Ich finde, das sieht schon richtig cool aus irgendwie. Na gut, wir werden weitermachen. Ich mache jetzt, wie gesagt, erstmal die Ecken und dann das Grobe. Ich habe die groben Wände fertig, die geraden Wände. Hier alles fertig. Habe hier oben schon die Decke so ein bisschen und da oben bin ich jetzt gerade bei. Das trocknet gerade. Aber jetzt ist der Eimer leer. Jetzt werden wir neu mischen gehen. Und dann muss ich hier noch die ganzen Ecken. Das habe ich alles mit der großen Rolle nicht gemacht. Das mache ich erst mit der kleinen. Und genau, da auch überall. Ja, erstmal auffüllen und dann geht's weiter. So, ich habe hier oben angefangen und alle Ecken gemacht, wie ihr seht. Genau. Bisschen weiter gemacht. Ein paar Lücken gelassen, sehe ich gerade. Das ist voll so ein Riesenloch. Warum auch immer. Naja. Ist nur ziemlich anstrengend hier mit der großen Rolle so über Kopf. Das erstens spritzt alles ins Gesicht und zweitens ist es sehr anstrengend, die Decke irgendwie zu streichen. Aber ich glaube, das kann man verstehen.
Genau, ich werde jetzt gleich die Decke weitermachen. Und dann da hinten die Ecken so noch mit dem Pinsel und so machen. Ihr seht das ja, da fehlt noch einiges und da auch bei diesem kleinen Stück. Und hier die Ecken fehlen auch. Diese Ecke und diese Ecken fehlen. Das muss ich dann gleich noch machen. Und dann haben wir hier diesen Teil auch schon fertig. Also den Hauptraum sozusagen. Ich finde, das ist immer so ein zweiter Raum. Aber es ist schon so ein krasser Unterschied, wenn man das sieht, glaube ich, oder? Total krass. So, jetzt gucken wir mal, was der Felix macht. Der ist nämlich auch schon fleißig am Arbeiten drüben. Wir hatten gerade eine Mittagspause. Er hat jetzt hier, zeige ich euch, wartet. Da das Loch zugemacht, was ich vorhin gesagt habe. Und jetzt macht er hier die Wand, hat jetzt hier schon außen überall Dachlatten und hat da schon eine hingestellt. Jetzt macht er noch eine. Und dann kommt nur noch eine und dann ist fertig, ne? Dann kommt hier noch eine kleine, genau, und dann ist die Seite fertig. Dann kommt der Schalung ran, kommt Dämmung rein, fertig. Ja. Muss noch das vorher Kabel durchgelegt werden, das noch reicht. Sieht doch super aus, oder Leute? Und irgendwelche Vögel haben sich hier auf unserem Fenster erleichtert. Au. Oh, Schalke. Ja, also es regnet gerade die ganze Zeit. Aber es ist schön frische Luft. Ja, seht ihr das hier, Leute? Einfach mal hier so. Das ist bescheuert beim Dachfenster, ne? Aber na gut. So. Ich werde jetzt auch gleich weitermachen. Mache jetzt nur gerade eine kurze Pause, weil es, wie gesagt, echt anstrengend ist, so über Kopf und so zu arbeiten. Und dann werde ich mich hier an diesen Bereich begeben. Hier kann ich noch nicht, weil hier muss noch geschliffen werden. Hier hat mein Vater so Schienen eingebaut. Für die Ecken so. Sieht ihr, glaube ich, hier so ganz gut. Damit die nicht abbrechen. Und deswegen muss das vorher noch geschliffen werden, bevor ich da ran kann. Aber da oben habe ich schon mal ausprobiert, sage ich mal. Aber hier kann ich eben auch noch nicht. Und hier muss ich auch noch abkleben und so. Also erstmal ist so das hier heute mein Ziel komplett. Da bin ich sehr gespannt, ob das was wird. Gucken, was der Papa nachher sagt, wenn er kommt. Der Herr ist hier noch an der Wand. Er hat schon das Stückchen hier weitergemacht und macht jetzt sozusagen die letzte Dachlatte rein. Und die passt, oder? Passt sie? Ja, ich muss noch meine Dings, Wasserwaage. Da! Ach, wieso denkst du denn da? Ich hab aber gelabert, hab mich abgelenkt. So sieht das aus. Die Wand. Da kommt dann noch Schalung, Dämmung, Kabel, Regips. Fertig. Jetzt passt es. Dann ist sie keine 60 mehr. Pass auf. Wir brauchen hier einen Abstand von 60. Damit die Dämmwolle da einfach reinpasst, weil die ist genau 60. Ich hoffe, die ist genau 60. Ich habe jetzt nicht im Kopf. Ich habe jetzt einfach geschätzt, dass sie 60 war. Die war 60, sehr gut. Weil dann brauchen wir die nicht schneiden. Dann passt sie nämlich direkt rein. Ich muss noch ein bisschen kürzen, damit die besser reinpasst. Zentimeter noch wegnehmen. Okay.